meine Problematik mit dem R wieder. Okay, voll ins Wasser. Genau das wollte ich. Ich wollte das so. Ich habe eine Spurtechse erwischt. Hm. Du? Bist du auf Reisen? Hast du im Gasthaus Sahel übernachtet? Nö. Nein? Heißt das etwa? Du hast doch nicht etwa vor, hier in Ateno zu bleiben, oder? Hm, mal überlegen. Das kann ich so nicht hinnehmen. Ich habe schon genug Rivalen. Aber vergiss, was ich sagte. Ist nichts. Uns geht es zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella, ich meine, ich stehe hier Wache und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Harte Arbeit. Ja, das ist schwieriger, als es aussieht. Viel wichtiger, hast du Fräulein Primella schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, halte ich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück, ja? Ach, wenn nur nicht alles so schwierig wäre, was soll ich ihr bloß schenken? Ach ja, sag mal, welche Geschenke könnten Fräulein Primella vom Gasthaus Sahel wohl gefallen? Es geht um den Freund eines Freundes, der ist verliebt und hat mich um Rat gefragt. Natürlich. Ich gehe mal rein und lerne die gute Dame mal kennen. Oh, sie ist gar nicht hier. Dann ist es auch nicht das Gasthaus. Okay. Boah, die Tür ist so mies. Habt ihr das gesehen? Die Tür wollte mich ärgern. Das könnte das Gasthaus sein. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ich weiß schon. Ein Kunde, oder? Genau. Schatz, hier ist ein Kunde. Er will sich seine Kleidung färben lassen. Das sieht man direkt. Den Rest machst du ja. Hey, cool, man kann Kleidung färben. Hereinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Ateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleidung in deinem Lieblingston. Machen wir es. Gut, dann warte kurz da oben. Denk dran, wir färben alles, was du anhast. Alles auf einmal, nur dass du dich hinterher nicht beschwerst. Dann wähle die Farbe, mit der wir färben sollen. Das zu färbende Kleidungsstück ziehst du einfach an. Kleidung wechseln. Ich würde gern das färben. Wieso habe ich eigentlich die Hylia-Hose noch an? Vielleicht will ich auch das färben. Nein, ich will das färben. Ich möchte es mal ansehen. Jetzt suchst du dir eine Farbe aus. Ich hätte gern blau oder so. Oder grün ist auch cool. Grün steht ihm ja sowieso. Was ist denn das? Das ist blau. Diese Farbe können wir mit diesen Materialien hier erzielen. Wähle 5 davon. 1, 2, 3, 4, 5. In Ordnung. Seht euch Link an, wie ihr guckt. Besten Dank. Gut, halt einfach kurz still. Oh, oh. Hilfe? Hallo? Oh Gott! Bin ich da nicht auch blau? Yeah! Und schon sieht's viel cooler aus. Ein toller Farbton! Ich bin fast etwas neidisch. Kleider machen, Leute, und du bist gerade neu geboren worden. Wenn du noch einmal umfärben möchtest, wende dich an mich. Sehr cool. Das hat so noch keiner. Ha, ha, ha. Das freut mich. Das können wir theoretisch auch färben, aber ich muss ja nicht übertreiben, oder? Sehr cool. Gut zu wissen, dass man hier färben kann. Finde ich, ist eine super Idee. Das glaube ich noch nie in Zelda gegeben, dass man was färben kann, oder? Irre ich mich da? Ich weiß es nicht. Wieso kann man das nicht kaputt machen? Ein Apfel. Oh yeah, die typischen Damen. Was fällt dir denn ein? Versuchst du etwa uns zu belauschen? Erinnert mich absolut an Wind Waker. Das kannst du vergessen. Die Jugend von heute, ich muss mal ein Wörtchen mit deinen Eltern reden. Man belauscht keine fremden Gespräche.
Oh Mann, die gibt's echt jedes Mal. Guten Morgen. Schönes Wetter, oder? Der Krämerladen Mistral wartet auf deinen Besuch. Sieh dich in aller Ruhe um. Hey, du! Wieso schreit sie mich denn jetzt auf einmal an? Achso, da waren wir ja schon drin. Oh, ich muss niesen. Kleinen Moment. Sorry. Okay. Da waren wir schon drin, da waren wir schon drin. Da waren wir auch schon drin. Färbeladen. Waren wir schon drin. Waren wir hier schon drin? Hier, glaube ich, waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir anscheinend auch schon. Gehen wir mal weiter. Hier sind Steine, moderne Kunst. Ach, da ist er ja wieder. Ich wette, du hinterlässt bei Frauen ganz schön Eindruck. Was? Primella? Fräulein Primella, bitteschön. Fräulein Primella arbeitet in dem Gasthaus da an der Rezeption. Sahel heißt es. Ach, wenn nur nicht allzu alles so schwer wäre. Wiedersehen. Wie er Angst hat, dass ich ihm die Primella wegschnapp. Ich will gar nicht wissen, wie die gute Primella aussieht. Eine Holzkelle! Yeah! Ich will eine Holzkelle haben. Hatte ich noch nie. Gib mir eine Holzkelle. Was kann ich denn wegschmeißen? Ach, verdammt. Ich warte einfach, bis das kaputt geht. Und dann hole ich mir die Holzkelle. So einfach geht's. Oh, da war nichts drin. Toll. Das hat sich gelohnt. Oh, brauchst du die? Nimm sie nur mit. Ich werde es den anderen schon erklären. Ich will ja nicht, dass du Hunger leiden musst. Oh, danke, das ist voll nett von dir. Guten Morgen. Du bist ein Reisender, oder? Volltreffer. Oh, wirklich? Seit wieder Frieden herrscht, ist dieses Dorf richtig aufgeblüht. Frieden? Ja, ja, hier war es nicht immer so idyllisch, musst du wissen. Als ich noch ein Kind war, gab es hier kein einziges Feld. Wir hörten, dass Schloss Hyrule mitsamt Hyrule-Stadt zerstört worden sei. Es gab keine Überlebenden. Man nennt dieses Geschehnis die große Verheerung. Es ist unmöglich, diese Schrecken in Worten zu beschreiben. Ja, gut zu wissen. Wer bist du denn? Oh, guten Morgen. Oh, du bist nicht von hier, oder? Vielleicht kannst du mir helfen. Was ist denn? Siehst du die drei Zehnern hoch oben auf dieser Bergkette? Ja. Mir ist ein altes Buch in die Hände gefallen und irgendwo zwischen den Seiten steckt ein kleiner Zettel. Wenn aus drei Zehnern eine wird, stehst du richtig. Geh auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Man muss sich ja von den drei Zehnern aus in Richtung der Amosia... Ja, das... Prüfung im Fels... Und erzähl mir dann davon. Okay, werde ich machen. Das ist wahrscheinlich der Schrein, den wir vorher im Wasser gesehen haben. Also im Wasser oder auf dem Stein. Das kann auch sein, es gab ja zwei Ecken. Übernachtungen hier. Du bist aber schon früh auf. Wann immer du ein Päuschen brauchst, das Sahel in Hateno ist für dich da. Wenn du übernachten möchtest, sprich mit der Kollegin am Empfang. Dann gucken wir uns doch diese Primella-Dame mal an. Ja, die ist echt hübsch, muss ich sagen. Eigentlich ist die ganz, ganz okay. Einen schönen guten Morgen. Willkommen im Gasthaus Sahel. Das normale Bett kostet 20 Rubine, das Luxusbett 40. Sehr wohl. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Ich würde gern einfach so mit dir sprechen. Können wir das? Ja, bitte? Wie kann ich Ihnen dienen? Was mögen Sie so? Was soll denn das jetzt? Ich sage einfach irgendetwas. Also ich mag Heuschrecken. Am liebsten würde ich umgeben von 100 Ausdauerschrecken leben. Wer es glaubt, wird selig. Sehr geil. Sie machen das toll. Das ist sehr nett von Ihnen. Wenn Sie hier übernachten möchten, treten Sie bitte an die Rezeption.
Manche von uns müssen hier arbeiten. Also ich mag. Ach so, die erzählt immer das Gleiche. Das bringt schon mal nix. Vielleicht muss ich mit ihr am Feierabend reden. Wenn sie Feierabend hat. Es kann sein, dass sie mir da was anderes erzählt, wenn sie nicht arbeiten muss. Hat sie denn irgendwann mal Feierabend? Ich weiß es gar nicht. Aber schöne Zimmer sind hier schon, muss ich sagen. Vielleicht schlafe ich hier einfach mal, um es anzugucken. Oh, Topfdeckel will ich aber nicht jetzt nehmen. Oh, da kommen jetzt aber einige rein. Oh. Oh, hallo, Kamerad. Kamerad? Du reist im ganzen Land umher, genau wie ich, oder? Das sehe ich dir an. Der Nasenspitze an. Dann warst du natürlich auch schon in Goronia und in Gerudo-Stadt, habe ich recht? Andere Städte? Was gibt es sonst noch? Nun, als Abenteurer sollte man das Dorf der Zoras und auch das Dorf der Orni unbedingt gesehen haben. Aber rund um das Dorf der Zoras regnet es seit einer Weile ohne Pause und das Dorf der Orni ist äußerst abgelegen. Du hast sicher schon gemerkt, dass ich deshalb keins von beiden je besucht habe. Möchtest du sonst noch wissen, Goronia? Wie, du warst ernsthaft noch nie in Goronia? Goronia liegt nördlich von Hateno in Elden, sagt man zumindest. Tja, jetzt ist es raus, ich war selbst noch nie dort, aber ich war wirklich dicht dran. Dort ist es brennend heiß, deshalb musste ich umkehren, bevor ich Goronia erreichen konnte. Gerudo-Stadt? Ach, sag bloß, du warst noch nie dort. Von Hateno aus liegt Gerudo-Stadt weit im Westen, eine blühende Oase inmitten der Gerudo-Wüste, habe ich gehört. Ja, ganz recht, ich war selbst noch nie dort. Die Wüste habe ich durchquert, doch leider wurde ich an den Toren der Stadt abgewiesen. Erst danach habe ich gehört, dass ausschließlich Frauen die Stadt betreten dürfen. Ha, ich frage mich, ob ich mich wohl in Frauenkleidern hätte einschleichen können. Okay, gut zu wissen. Danke für die Tipps, mein Kollege. Willkommen! Jetzt nehme ich mein normales Bett. Normales Bett, eine Übernachtung, eine Person. Eine Frage noch. Wann möchten Sie geweckt werden? Abends. Sehr wohl. Dann wünsche ich Ihnen bis dahin einen erholsamen Schlaf. Das haben wir ja noch nie gemacht, deswegen dachte ich mir, probieren wir es doch einfach mal aus und sehen uns mal an, was dann passiert, wenn wir da schlafen. Obwohl, wir haben das normale Bett genommen. Deswegen. Haben Sie gut geschlafen? Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Ja, bitte. Wie kann ich... Was mögen sie so? Okay, die erzählt nichts anderes. Gibt's denn niemanden hier, der mir erzählen kann, was sie so mag? Ich denke, Blumen sind immer gut. Für die gute Dame. Kann ich mit ihm vielleicht über sie reden? Nee, leider nicht. Der arme Esel steht hier den ganzen Tag voll beladen rum. Das ist irgendwie traurig. Jetzt schlafen wahrscheinlich wieder alle Leute. Das ist natürlich doof. Ist jetzt schlecht gelaufen für mich. Ich sollte mal kurz nicht ins Wasser springen. Zu spät. Ich bräuchte mal kurz noch... Ey, was ist hier oben? Stimmt, das können wir ja machen. Das ist ja unser Hauptding noch. Obwohl, das hier wahrscheinlich nicht. Oh, das tut mir jetzt aber sehr leid. Das war keine Absicht. Wirklich nicht. Ja, die schlafen alle wieder. Brauche ich gar nicht versuchen, mit ihnen zu reden. Das hilft nichts. Kann mir jetzt mal wer erklären, wo hier dieses wundervolle Institut ist? Ach so, geh doch einfach mal den Weg, der dir aufgetragen wurde. Guter Link. Nein. Nein.
Okay, das Pferd hört mich nicht. Das muss ich unbedingt noch rausfinden, wie das mit dem Pfeifen geht. Das wäre nämlich sehr praktisch. Für mich. Ja, dann lauf nicht schneller, Pferd. Ich wollte es ja nur mal probieren. Das wird cool, Frauenkleider zu tragen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird sehr lustig werden. Das Pferd läuft automatisch zu Menschen hin. Ist euch das schon mal aufgefallen? Vermutlich, um es leichter zu machen, falls man reden will. Halt. Hat der den... Nee. Okay, passt. Was ist denn hier eigentlich? Hier schläft er wahrscheinlich auch irgendwer. Okay, brauche ich gar nicht mehr. Nein, geh bitte nicht zur Tür. Ja, ich bin wieder rausgekommen. Juhu. Auf geht's. Mein Pferd kriegt natürlich einen Tätschler, weil es so brav ist. Halt, ich muss hier rum. Oh, hupsi. Es ist wirklich schwer, das Pferd durch enge Kurven zu reiten, wenn es zu schnell geht. Aber vielleicht wird es einfacher, wenn man dann Zügel hat und alles. Da oben raucht's. Ich denke mal, wir müssen dann hier hoch. Ich wollte es eigentlich lesen. Wow, das war knapp. Hateno-Institut, heiße Feuerschale, Finger weg. Heiße Feuerschale. Und die ist wo? Guten Abend. Das hier ist das Hateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Die sieht cool aus. Die sieht richtig cool aus. Die mag ich gern. Die sieht cool aus. Guten Abend. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa ein Sheka? Ohne Zweifel ein echter Sheka-Stein. So ungern ist das, ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein... Aha, aha, aha. Oh. Und... Oh, und was noch? Was noch? Das waren alle Module? Verstehe. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich habe vielleicht einen Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Hat er gesagt, er ist ein Esel? Ich glaube schon. Mein Name ist Semin. Und du bist Link, oder? Du kennst mich? Impa hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Sheka-Stein hier auftauche, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name ist Link. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin! Frau Direktorin! Das ist ein waschechter Sheka-Stein. Frau Direktorin? Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikenforschung. Pura! Die hat mich angelogen, die gute Dame. Katschika! Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistentin angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Das bleibt unter uns. Du bist
Da bist du baff, was? Nicht Semin ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katschika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein, oder doch? Also was jetzt? Das klingt ja nicht gerade überzeugend. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich. Nö, leider nicht. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen in Flöten. Gleich mal notiert. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind? Unverschämtheit! Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment. Oder, naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oder oben aufgeschrieben. Aber nur für die Wissenschaft. Nicht lesen. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule deines Schiekersteins zu aktivieren. Ja, bitte. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Hä? Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Schiekerstein einfach umsonst für dich reparieren. Naja, eigentlich schon. Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notiert. Okay, gut zu wissen. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenbohren holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Sehr schön. Dann werden wir uns in den nächsten Parts die blaue Flamme holen. Eine Fackel? Wo ist denn das Tagebuch? Tagebuch ist oben. Wie komme ich hoch? Ah. Okay. Sie meinte ja oben. Hier ist kein Tagebuch. Ich muss gucken, wie ich nach oben komme. Hier komme ich raus. War da nicht noch eine andere Tür? Komisch. Die Frage ist nur, was sie mit oben meinte. Gucken wir mal raus, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ah. Dann gehen wir mal nach oben. Ich weiß jetzt nicht genau, warum da ein Regenschirm hängt, aber die werden schon wissen, was sie tun. Das ist wahrscheinlich seins. Und da unten haben wir den nächsten Stein gesehen. Da oben, das ist der Vulkan, glaube ich. Das ist eine sehr schöne Aussicht hier. Muss ich schon sagen, gefällt mir gut. Entwicklungstagebuch für das Modul Jungbrunnen, streng geheim. Nullter Monat, x-ter Tag. Heute beginne ich mit der Entwicklung des neuen Moduls Jungbrunnen. Wenn das Projekt gelingt, werden wir Veteranen verjüngen
und so unsere Armee stärken können. Mit so einer Armee könnten wir uns verteidigen, wenn die Verheerung Ganon wiederkehren sollte. Nicht nur Soldaten, auch Arbeiter aller Art könnten, Entschuldigung, auf diese Weise verjüngt werden. Beta-Version des neuen Moduls ist fertiggestellt. Ich habe diese Funktion sofort meinem selbst hergestellten Schägerstein hinzugefügt. Ich selbst war das erste Testobjekt. Simon hat das Modul aktiviert und auf mich gerichtet. Nach 20 Sekunden Bestrahlungszeit fühlte ich mich erschöpft und fiebrig, weshalb wir das Experiment abbrachen. Ich werde heute früh zu Bett gehen. Die Analyse der Ergebnisse des Experiments wird bis morgen warten müssen. Die starke Müdigkeit des gestrigen Tages ist verflogen. Beim Blick in den Spiegel fiel mir auf, dass meine Haare bis zum Boden reichen und meine Falten verschwunden sind. Der Jungbrunnen-Effekt ist tatsächlich eingetreten, nur seine Geschwindigkeit weicht von meinen Berechnungen ab. Sofort weckte ich Simon und ließ mich eingehend untersuchen. Größe, Gewicht, Sehkraft, Bluttest, Elektrokardiogramm, Knochendichte, alles entspricht einer 50-Jährigen. Das bedeutet, in nur einer Nacht habe ich mich um mehr als 70 Jahre verjüngt. Ich hoffe sehr, dass ich morgen früh nicht als Embryo aufwache. Dritter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Beim Aufstehen fühlte ich mich voller Energie. So gut habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr geschlafen. Sofort eilte ich zum Spiegel und blickte in ein längst vergessenes Gesicht. Simon untersuchte mich erneut. Die Werte entsprechen heute denen einer 30-jährigen Chica. 30, so jung war ich, als ich nach der großen Verheerung die Forschungen wieder aufnahm. Damals begannen meine Studien zur Erweiterung von Modulen wie dem Chica-Sensor. Als ich diese Arbeit abgeschlossen hatte, war ich bereits 80. Ich plane, diese Module dem Ritter zu geben, wenn er wieder erwacht. Ich bete, dass er damit Ganon besiegen wird, der Prinzessin Zelda verschlungen hat. Vierter Tag nach Einwirkung. Die Untersuchung heute Morgen ergab, dass mein Körper auf dem Stand einer 20-jährigen Chica ist. Wie zu erwarten ist, sehe ich wieder so aus wie vor 100 Jahren, als die große Verheerung uns heimsuchte, Ganon. 10.000 Jahre lang war die Welt verschont geblieben, doch vor 100 Jahren entlud sich die angestaute Kraft. Tod und Zerstörung, die Erinnerung schmerzt noch heute. Schloss Hyrule, Prinzessin Zelda, wir verloren alles. Nein, nicht alles. Vor 100 Jahren wurde ich gerufen, um die Wunden eines übel zugerichteten jungen Mannes zu versorgen. Dieser Mann hieß Link. Link. Der jüngste Mann, der in Hyrule je zum Leibgardisten ernannt worden war. Ein phänomenaler Schwertkämpfer, der Prinzessin Zelda persönlich als Leibwächter zugeteilt wurde. Ich konnte nicht fassen, dass dieser legendäre Ritter von der großen Verheerung so zugerichtet worden war. Das Königshaus von Hyrule und wir, die Gelehrten vom Chica-Stamm, waren seit Äonen schicksalhaft verbunden. Doch ich hatte keine Wahl. Inmitten des Chaos brachten wir Zeldas Chica-Stein und den Ritter zum Schrein des Lebens. Okay, fünfter Tag. Dass es sich um gemeine Akne handelte. Sie ist 15 Jahre alt. Sechster Tag. Mein Körper hat sich weiter verjüngt und entspricht jetzt dem eines 6-jährigen Mädchens. Man hat es nicht leicht als Kind. Ich frage mich, wenn der Ritter endlich aus dem Schlaf erwacht. Wenn er nicht bald wiederkehrt, waren meine Bemühungen, den Chica-Sensor und so weiter zu verbessern, vergeblich. Ist der Verjüngungsprozess endlich beendet? Darüber hinaus ist mein Alterungsmodul Reifeschub nun in der Beta-Phase. Es soll durch Bestrahlung des Objekts den Jungbrunnen-Effekt umkehren. Das ist zumindest die Theorie. Doch gerade als ich das Modul meinem Chica-Stein hinzufügen wollte, stellte der Leitstand seine Funktion ein. Die blaue Flamme ist erloschen. Ich schickte Simon zum Flammenbohren, aber aufgrund eines Regenschauers war sein Ausflug nicht von Erfolg gekrönt. Ich musste fliehen. Wir müssen uns mit Gaslaternen behelfen und an Forschungen ist nicht mehr zu denken. Was sollen wir nur tun? Okay. Gut zu wissen, dass sie es verkackt hat. Und damit war es das jetzt mal mit dieser Aufnahmesession. Wir werden definitiv jetzt gleich weitermachen. Beziehungsweise ich. Und ihr seht es natürlich erst später. Ich hoffe, euch hat diese Folge bzw. diese zwei Folgen gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like. Ich würde mich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.